Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtssendung und einem OrgaTV-Spezial. Wie ihr auch schon an unserer Dekoration sehen könnt, wir sind alle schon sehr in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchten wir euch einen kleinen Jahresrückblick geben, was dieses Jahr 2015 so passiert ist, worüber wir berichtet haben und worüber auch unser vorheriges Team berichtet hat. Und diese Beiträge möchten wir innerhalb dieser Sendung immer wieder ein bisschen einstreuen. Insgesamt haben wir als Leitfaden für euch 5 Themenblöcke vorbereitet, die wir in folgender Reihenfolge mit euch besprechen möchten. Zum einen ist das Thema Generation Z, was in den letzten Jahren immer mehr an Aufsehen erregt hat und auch Professor Dr. Christian Scholz immer mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt, da er in der Thematik einer der Vorreiter und Spezialisten ist. Herr Scholz ist heute auch bei uns zu Gast und wird mit unter anderem Frau Becker die Sendung leiten heute. Als weiteren Themenblock haben wir HCR 10 für euch vorbereitet, über das Herr Scholz und Stefanie Becker referieren möchten. Unser dritter Themenblock ist unserem Sportkonzept gewidmet, das wir ausgearbeitet haben. Das wollen wir euch noch einmal im Video vorstellen und ebenso einen kleinen Ausblick geben, was euch hierzu in Zukunft noch erwarten wird. Als weiteren Themenblock haben wir das Thema Europa, wie man hier an der Karte schon ganz gut sehen kann, hier rechts neben mir. Und wir wollen darüber auch noch mit euch sprechen. Und als letzten Themenblock geben wir euch noch einen Ausblick, was hier in diesem Lehrstuhl die nächsten Jahre noch geplant ist und was hier noch passieren wird. Anfangen möchten wir allerdings mit einem ersten Beitrag aus unserem Jahresrückblick. Es handelt sich um den ersten Beitrag über die Fakultätszerschlagung. Der Beitrag handelt davon, wie sich mehrere hundert Studenten dafür eingesetzt haben, etwas gegen die Zerschlagung der Universität des Saarlandes zu unternehmen. Und die Studenten waren laut und fordernd. Und wie sie es geschafft haben, dass eine Stellungnahme des Präsidenten unausweichlich war und wie diese aussieht, seht ihr in unserem nächsten Beitrag zusammengefasst. Am Donnerstag, den 30.04., sind wir dem Aufruf der Fachschaft gefolgt und haben uns vor dem Gebäude B41 formiert. Bewaffnet mit Plakaten und Trillerpfeifen zogen wir voller Motivation los, um uns für unser Studium einzusetzen. Ziel war das Präsidium samt Universitätspräsidenten Volker Linneweber. Trotz mäßigen Witterungsverhältnissen und einigen Schauern sammelten sich rund 700 Studenten, um gegen die Zersparung zu demonstrieren. Nach einem langen Marsch über den Campus sind wir vor dem Präsidium angekommen und es gelang uns, unterstützt durch die Fachschaftsvertreter und einige Professoren, den Präsidenten zur Rede zu stellen. Wir verursachten einen solch ohrenbetäubenden Lärm, dass Professor Linneweber keine andere Wahl hatte, als sich mit uns auseinanderzusetzen. Dass wir im Rahmen des Rückbaus der Universität, zu dem wir aufgrund der zurückgehenden Landesmittel gezwungen sind, stärker versuchen müssen, Bundesmittel ins Land zu ziehen, um neue
Bereiche aufzubauen und alte weiterzuführen. Und wir versprechen uns mehr von einer neuen Konfiguration der Fakultäten. Zu Ihrer Frage Kosten. Ja, es kostet. Das ist richtig. Wir werden aber diese Veränderungskosten selbstverständlich zunächst mal aufbringen müssen. Und es muss auch zunächst mal mehr Geld ins System fließen. Aber nach Jahren der Synergiesuche im Bereich zwischen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist es an der Zeit, mal neue Konfigurationen zu etablieren, damit neue Programme entstehen. Wir wollen eins, wir wollen wissen, wo wir stehen. Und wir möchten gehört werden. Und es ist schade, dass wir erst hierher kommen müssen, um gehört zu werden. Und wir erwarten nur eins: Tutorien, AGs, Seminarplätze, die ausreichen, dass wir vernünftig studieren können. Und deswegen uns eine 2009 bis 2014 sind pro Jahr in etwa 1 Million Hochschulpaktmittel leider nicht abgeflossen. Wir bedauern das sehr. Wir hätten es gerne gesehen, wenn dieser Qualitätsverlust, der uns berichtet wurde gestern, in dem Bereich der Lehre nicht zustande gekommen wäre. Und da muss ich die Verantwortlichen aus der Fakultät sehr ernst anschauen. Schießen die Hochschulpaktmittel nicht übers Präsidium? Ist es nicht traurig? Sie müssten das doch wissen. Es kann doch nicht sein. Sie können doch unserer Fakultät keine Misswirtschaft vorwerfen. Sie sind der Universitätspräsident. Wenn Sie nicht wissen, wo den Fakultäten läuft, da wollen alle vernünftig ausgebildet werden können, weil dafür sind wir hier und dafür sind unsere Hochschulpaktmittel da. Wir möchten keine Schuldzuweisungen, wir möchten Lösungen. Und zwar jetzt und nicht morgen. Ja, schönen guten Abend. Auch ich möchte Sie alle recht herzlich zur OrgaTV begrüßen. Das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, das war ein Lichtblick in der ganzen Diskussion um die Veränderung der Universität. Was Lichtblicke so an sich haben, ist, dass es ein kurzer Lichtblick manchmal ist. Der Schlusssatz war in dem Film: Fortsetzung folgt. Ich bin mir nicht genau sicher, ob wir wirklich die Fortsetzung bekommen, die wir uns gewünscht hätten. Aber das ist ein zu trauriges Thema. Ja, das wollen wir heute nicht diskutieren. Frau Dr. Becker, heute machen wir nur die lustigen Dinge. Richtig, das, was uns Spaß macht. Richtig, also soweit nichts zur Fakultätsreform, auch nichts zur Neustrukturierung. Jetzt nur noch die schönen Themen. Richtig. Wie wir vorhin schon in der Hauptmoderation gehört haben, haben wir eines unserer schönsten Themen, ist die Generation Z. Ja, wir waren recht fleißig dieses Jahr. Richtig, das hat sich ergeben. Mehr oder weniger, Sie waren recht fleißig dieses Jahr. Ja, ich war... Generation Z. Also die Generation Z hat uns beschäftigt. Ja. Also das Buch war ja eigentlich schon ein Jahr vorher, das ist jetzt nicht in diesem Jahr entstanden, das war im Jahr davor. Ja. Aber dann hat es so langsam, haben die Leute angefangen zu erkennen, das Buch existiert. Ja, das können wir ja kurz mal zeigen. Genau, Bücher zeigen ist immer gut. Wir haben ja so eine tolle Kamera hier. Ja, das ist jetzt neu mit Handkamera. Ich hoffe, er kommt nachher auch richtig schön ins Bild. Ja, das ist die perfekt. Neue Variante. Bisschen Werbung muss sein. Genau, also Generation Z, das wurde, glaube ich, zu unserem dominierenden Thema in diesem Jahr. Was wir auch an der Landkarte sehen. Ja, Sie waren recht viel unterwegs. In diesem Jahr in Deutschland mal eine richtig große Rundreise gemacht. Oder sternförmige Reise. Wobei das ja nur die Generation Z-Themen sind. Da waren noch andere Punkte. Wo waren Sie denn da überall? Aber also da waren, also Hamburg war drin, da war Berlin drin, da waren die neuen Bundesländer drin. Ja. Das war übrigens total interessant. Das kann ich in die Kamera da erzählen. Das war hochinteressant. Wir haben inzwischen auch gelernt, dass es die Generation Z durchaus auch in den neuen Bundesländern, Anführungszeichen, gibt. Mhm. Dass es aber die Babyboomer, das ist ja eine spezielle Generation, dass die anders waren in der damaligen Welt. Mhm, noch geprägt wahrscheinlich. Genau, ne? Geprägt von damals. DDR. Und das werden wir in dem Jahr auch mal erforschen, mal rauskriegen, wie die Babyboomer damals waren. Interessant. Hier ist eine große Lücke, also diese ganze Zone. Ja, also die Mitte haben Sie ausgemacht. Also die Mitte Deutschlands, so von Dresden bis Nürnberg, Regensburg, also da haben wir nichts, das ist schwach. Nee, das ist Wien, nächstes Jahr. Wien war ein paar Mal drinnen, München war häufig drinnen. Ja, Meran. Südtirol war drinnen, die Schweiz, Basel, Schweiz war drinnen, da war also einiges drinnen. Aber hier in diesem Mittelfeld müssen wir irgendwas tun. Vielleicht sollten wir uns auch mal mit den Niederlanden beschäftigen. Gut, nächstes Jahr kommen wir schon ein bisschen weiter. Düsseldorf ist jetzt schon auf der Plan, aber das ist noch immer nicht Niederlande. Also nee, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein Stück. Da fehlt noch ein Stückchen. Wobei Basel, glaube ich, auch toll war, weil sie da irgendwie in diesem Kino drin waren. Da hatten wir doch auch noch diese Bilder gehabt dazu. Ja, Basel, das war eine lustige Geschichte. Das war Kino. Können wir das auch noch mal zeigen. Das lief ganz einfach. Herr Scholz, kommen Sie da mal, halt einen kleinen Vortrag. Und das war dann plötzlich ein relativ großes Kino. Und ich stand dann irgendwie so vorne, so im Kino, habe dann ein Generationenquiz mit denen gemacht. Also da musste man entscheiden, was hat Mary Quant erfunden oder nicht erfunden.
und so etwas. Es gab auch Popcorn, das war immer wichtig. Ja, da sind sie ja hier in Action. Ja, und dann konnte ich also live in einem Kino erzählen, was alles da passiert. Cool. Das heißt, überhaupt diese Generation Z, die hat uns beschäftigt. Wir haben auch eine Studie produziert, die Saarland-Studie. Ja. Haben also, die haben wir doch irgendwo hier, nee, wir haben nur die Deckblätter. Jetzt ja, mit unseren Studenten, das war ja das Ergebnis des Seminars. Masterstudenten, die sich mit dem Thema beschäftigt hatten. Ja, da haben wir eben geguckt, was dort wirklich die dominanten Themen sind. Mhm. Haben wirklich auch festgestellt, dass gerade bei der Generation Z natürlich mit Mode verschiedenste Dinge sind, was man trägt oder nicht trägt. Ja, ja, also, da gab es ganz bestimmte Marken, die man tragen musste. Also irgendwelche die Handtaschen. Die dürfen wir jetzt nicht nennen. Wir dürfen die ja nicht nennen, das Nein, ist gut. Wir sind also, ja öffentlich. Wir nennen keine Marken. Ja, wir sind öffentlich, das haben Sie schön ausgedrückt. Das ist eine sensationelle Studie gewesen. Man sieht es an diesem kleinen Bleistiftchen hier. Die signalisieren die verschiedenen Methoden, die wir verwendet haben. Ja. Also Gruppendiskussionen, Fragebögen, Tagebücher, Cognitive Maps und so weiter. Ja. Also hier haben wir wirklich viel analysiert. Ja, auch spannende Ergebnisse bekommen. Haben auch gesehen, dass gerade diese Idee der Privatsphäre ein wichtiger Punkt ist. Verantwortung gar nicht so übernehmen. Engagement fürs eigene Ego, das war ein ganz zentraler Punkt. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, war, dass gerade der Punkt Angst auch als ein Thema häufiger vorkam. Also Angst, es gibt sowas, Stress. Angst und Stress, ja. Bis hin zu der Idee, dass die schönen neuen Medien, über die wir immer diskutieren, dass die nicht nur Spaß für die Generation Z sind, sondern auch ein Stressfaktor darstellen. Sondern wirklich ein Stressfaktor. Und auf diese Art und Weise Generation Z wirklich überlegen muss, wie sie damit umgeht. Mhm. Selber aber auch, das war wieder das Positive, auch wirklich darüber nachdenkt, wie sie das macht. Ja. Also das ist für die auch ein Thema im Sinne von, was können wir anders machen. Richtig, genau. Noch eine Studie? Ja, wir hatten noch eine Studie und zwar zu einem ganz spezifischen Bereich. Wir haben uns ein bisschen ja mit dem genossenschaftlichen Agrarbusiness beschäftigt. Also eigentlich nicht so unsere Welt der Unternehmen, sondern mal was Neues. Und auch da haben wir untersucht, wie die dort ticken einfach, die Jugendlichen, die Auszubildenden. Fand ich auch ein ganz spannendes Projekt, das wir durchgeführt haben. Das heißt generell, diese Generation Z, die kam ein bisschen unerwartet, war ja nicht unser dominantes Forschungsthema auf der Agenda. Nee, hatten wir zumindest nicht auf der Agenda. Es gab mindestens ein, zwei Bücher, die wir eigentlich schreiben wollten, die wir wegen Generation Z nicht geschrieben haben. Ja. Hat uns überrannt, hat uns aber dann auch gut getan, weil wir viel dazugelernt haben. Richtig. Und hat letztlich auch dazu geführt, dass weitere Filme entstanden sind. Richtig, oh, gute Überleitung. Und das ist eine geniale Überleitung. Ja. Auf meinem Stand steht, auf meinem Zettel steht jetzt Überleiten zu Filmen. Bekommen wir jetzt so einen Film Generation Z am Morgen? Ich frage, gucke mal fragend in die Runde. Ja, kriegen wir bestimmt. Hier steht jetzt Generation Z am Morgen. Oh.
ist denn das Wort hier? Esteem Needs, habe ich ja noch nie gehört. Warte mal, komm, wir gucken gerade im Lexikon nach. Also, nee, wir googeln das, es geht schneller. So, das war einer von unseren Filmen über die Generation Z. Der lief unter anderem in unserem Medientag. Also der lief auch in Basel in dem Kino, das wir eben geschildert haben. Da hätten Sie eigentlich mitkommen müssen, so groß dann, als Star dann. Aber der lief also auf dem Medientag. Das ist eine Veranstaltung, die wir einmal pro Jahr machen, die auch im nächsten Jahr nochmal stattfinden wird. Das heißt, der Medientag ist im nächsten Jahr im Sinne von einem kleinen Kurzfilmfestival, wo Sie vielleicht auch wieder was mitmachen. Müssen wir mal gucken. Erzählen Sie mal, wie lief das, diesen Film zu machen? Ja, also wir hatten die Aufgabe, ich war letztes Jahr in dem Praktikum, bei Ihnen auch, in dem Bachelor-Praktikum. Und dort hatten wir die Aufgabe, über die Generation Z ein Video zu machen, was uns beschreibt, wie wir über WhatsApp kommunizieren und wie wir unseren Alltag gestalten. Und wir hatten drei verschiedene Gruppen. Wir waren 8 Uhr morgens und dann gab es noch mittags und abends. Und wir wollten 8 Uhr morgens einfach verschiedene Typen zeigen. Einmal gibt es den Rennfahrer morgens, den Sportler, der für Rio Olympia trainiert. Dann noch manche, die nicht ganz so wach sind morgens um 8 Uhr. Ja, das ist gut dargestellt. Ja. Die also im Sinne von Product Placement auch im Buch dort liegen haben, das ist ja sowas von danke. Ja, ja. Ich war mir nicht sicher, ob Sie es gesehen haben. Aber ja, ich habe es gesehen. Ja. Ja, und dann eben noch welche, die schon am Lernen sind um 8 Uhr morgens, um einfach auch nicht nur zu zeigen, dass wir auf der faulen Haut liegen, sondern dass wir auch gerne was unternehmen und wie wir eben über WhatsApp, über diese Sprachnotizen miteinander kommunizieren, dass das so ein bisschen, auch wenn wir nicht zu 100% schon 100 Generation Z sind, steckt so ein bisschen was in jedem und dass da jeder so ein bisschen so ein Typ in diesen vier verschiedenen Typen entdecken konnte. Wie echt sind die Typen? Also der Rennfahrer ist wirklich Rennfahrer und der. Also wenn man das so fragen darf. Ja, also ja. Die waren wirklich echt. Das ist jetzt nicht jedes Wochenende oder jeden Tag so, aber ich würde sagen, dass es schon repräsentativ ist und dass die Generation wirklich in jedem von uns so ein bisschen was, was drinsteckt, was auch in ihrem Buch auf jeden Fall gut erläutert ist. Das ist übrigens der Teil, warum mir der Film so gut gefällt, warum ich den auch in Basel gezeigt habe. Ja. Weil es gibt diese Klischees der Generation Z. Also wirklich die Klischees im Sinne von nicht leistungsbereit, tut nicht, ist nicht engagiert, aber hat keinen Spaß an irgendetwas. Genau. Und das zeigt der Film klar, dass es anders ist. Richtig. Ja, also er ist gegen das Stereotyp gedreht und das ist immer das Interessante, wenn es also anders ist, als man es ursprünglich erwartet. Genau. Gut, wir hatten noch mehrere Filme, wir können jetzt nicht alle zeigen. Wir haben noch einen, genau das Gegenstück. Genau. Erzählen Sie kurz was dazu. Ja, der ist mehr in Richtung Stereotypen. Das ist, glaube ich, eine Mädelstruppe gewesen, die miteinander sich abends verabredet auf WhatsApp, wo jeder kleine Pups geschrieben wird, was man macht und ob man gerade sich noch die Haare macht und welchen Nagellack man nutzen soll oder welche Kleidungsstücke. Und bis eine Minute, bevor sie sich treffen, glaube ich, schreiben sie sich noch, was sie gerade machen. Und würden Sie sagen, dass das eine real existierende Stereotype ist? Sind die wirklich so? Ja, also so wie ich die auch kenne. Von Sie können hier mal kurz die Kamera umdrehen, bitte. Drehen Sie mal die eine Kamera hier auf Ihre Kollegin dort. Und die Kollegin erzählt jetzt mal ganz kurz, ob das typisch war, was wir in dem Film gesehen haben. Hat sie überhaupt. Ist egal, aber sie hat es ja beschrieben, was in dem Film vorkommt. Ja, das kommt natürlich auf den Satz an. Wir hören Sie schon, ja. Was heißt, Sie würden sagen, tut? Ich denke schon. Ich denke schon, ganz schüchtern, ja. Aber ich glaube auch, dass das so ist. Okay, schauen wir uns den anderen Film an, mal bitte. Und jetzt.
Ja, das war der dritte Film aus der Serie. Für alle als Information, es gibt, ich habe es eben schon kurz gesagt, im Sommersemester wieder einen Medientag. Wir versuchen, ein kleines Kurzfilmfestival zur Generation Z zu kreieren. Ende Januar wird es hierzu im ORGA-TV noch entsprechende Informationen geben. Mhm. Ansonsten habe ich noch auf meiner Liste, 21. Januar gibt es ein Theaterstück. Mhm. In einem unserer Seminare wird ein Theaterstück entwickelt und wird am 21. Januar Theatersaal der Uni. Ist direkt bei der Mensa, also den findet man recht schwer. Der ist gut versteckt. Wir wussten vorher auch nicht, dass es den gibt, aber unterhalb der Mensa. Das sind ein paar hundert Plätze, also da können viele rein, alle eingeladen. Ja. So, damit haben wir auch darüber gesprochen. Frau Dr. Becker, jetzt haben wir ein komplexes Thema. HCRC. Ja, wenn wir bei unserer Agenda sind, was wir so in diesem Jahr gemacht haben, gehört ja eben auch neben der Generation Z. Ja. Auch noch mit dazu. Das heißt, wenn die Generation Z quasi das Lustige war, das wirksam ist, ist das andere das weniger Lustige. Ja, das aber auch Spannende. Auch spannender. Wollen Sie kurz was erklären? Ja, ich kann gerne ein bisschen was dazu erzählen. Also wir haben im letzten Jahr oder in diesem Jahr noch die Unternehmen nochmal bewertet nach dem HCR 10. Das bedeutet, wir haben ja, oder Sie haben zusammen mit Thomas Sattelberger so einen kleinen Standard entwickelt, was Unternehmen eigentlich im Hinblick auf Berichterstattung, transparente Berichterstattung. Ein kleines Gut, der ist schon real existierend. Der ist schon groß, ich weiß. Also, das war jetzt lieb formuliert. Ja? Was Sie tun sollten aus unserer Sicht, also was gute Berichterstattung ist, und bewerten regelmäßig jetzt seit einigen Jahren die DAX 30 Unternehmen. Mhm.
und haben das auch in diesem Jahr wieder gemacht, und zwar für das Berichtsjahr 2013. Und ja, da sind ganz spannende Ergebnisse herausgekommen. Wir können ja vielleicht einmal mit der Handkamera nochmal das Ranking zeigen. Gewonnen hat in diesem Jahr die Deutsche Telekom, direkt gefolgt von der Deutschen Bank. Ja, und dann gibt es aber natürlich auch den einen oder anderen, der auf den hinteren Rängen gelandet ist. Ich halte das mal kurz in die Kamera. Da waren so Unternehmen dabei wie Beiersdorf oder Fresenius, die im Reporting noch nicht ganz so gut sind, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, was man noch sagen kann, ist, dass alle noch Ausbaupotenzial haben. Das haben Sie schön formuliert. Ich glaube, die sind die Besten bei 30%. Ja, 36%. Also da ist noch viel Luft nach oben. Insofern ist unsere Arbeit nicht ganz unnötig, die wir betreiben. Da muss ich was tun. Ja. Das heißt, vielleicht als Information, wenn ich jetzt irgendeine Kamera nehme, ich nehme mal die Zentralkamera, die sieht mich jetzt am allerbesten. Mhm. Die Logik der ganzen Geschichte ist, dass es ein Standard ist. Das heißt, die Unternehmen sollen das tun. Ja. Und was wir eben seit vielen Jahren versuchen, ist, die Unternehmen ein bisschen dazu zu zwingen, das zu tun. Richtig. Das heißt, die kleine Uni Saarbrücken versucht da irgendwie die deutschen Unternehmen dazu zu zwingen, das zu tun. Maßstäbe zu setzen. Maßstäbe zu setzen. Und eines dieser Hilfsmittel, wie die kleine Uni des Saarlandes die große Welt dazu zwingt, ist, indem ich mein trojanisches Pferd vorschiebe, nämlich die Steffi, die lieb, nett, lächelnd der Welt beibringt. Der Welt verkauft, wo nutzt hat sie erzählen. Ja, und das ist jetzt nicht nur Jux, das ist wirklich ernst. Wir haben da ein paar Fotos mit, ja. Die das hier ein bisschen, gut, das sind jetzt wir in Berlin, das war noch das harmlosere, war wichtig, aber nicht das komplexeste. Richtig. Ich zeige das mal, das trojanische Pferd. Ja, das ist jetzt Ihr Lieblingsfoto. Zusammen, ich weiß nicht, was hinten dran ist, Malaysia saß, glaube ich, auf der anderen Seite, als deutsche Delegierte bei ISO unterwegs. Genau, und das ist jetzt wirklich der springende Punkt. Es gibt ISO, das ist ein internationales Standardisierungskomitee, und da war Steffi jetzt unsere Vertreterin in dem Bereich, mit zwei, drei anderen aus Deutschland zusammen. Genau, das sehen wir auch hier auf dem einen Bild, das ist die deutsche Delegation, die dort mit unterwegs war, da waren wir in Texas im November. Und das ist jetzt nicht so groß in Medien kommuniziert, das ist aber ein total wichtiger Punkt. Mhm. Ja, weil in dem Kontext ist jetzt wirklich das andiskutiert, weiter diskutiert. Richtig. Und ist jetzt auf einem internationalen Level. Richtig, als internationale Norm oder als Standard den Unternehmen eben erfüllen. Das heißt, wir haben das jetzt Ganze jetzt nicht mehr HCC genannt, jetzt ist das irgendwie anders. Jetzt HC heißt Reporting. Jetzt heißt es nur noch HC Reporting. Mhm. Kann aber, wenn Sie das im nächsten Jahr weiterhin so geschickt machen, wirklich dazu führen, dass das als ISO-Norm runterkommt, also quasi zu einer internationalen Norm wird. Genau, wie man über Humankapital berichten soll. Und das wäre, und wir sind ja, spannendes Thema. Das wäre wirklich eine Geschichte, die spannend ist, wo wir wirklich was bewegen. Richtig, genau. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir auch viele Dinge einfach in die Unternehmen reinkriegen, ja auch richtige Dinge in die Unternehmen reinkriegen. Weil das sind, wie gesagt, nicht die spektakulären Punkte. Nee. Also es gibt spektakuläre Sachen und lustige Sachen. Der Generation Z ist lustig, so gesehen haben wir eine Arbeitsteilung. Wir müssen gehabt. Mal so einen tollen Film drehen über HC Reporting. Sollten wir mal versuchen, in der nächsten Übung über HC Reporting. Gut, was wir machen hätten können, den Riesenstoß der Geschäftsberichte mal hier aufzulegen, die wir hier letztlich haben. Gut. Ja, das zu dem Thema wird das, uns auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, das ist eine absolute Erfolgsstory, die wird uns beschäftigen. Da werden einige noch gucken, die sagen, das ist alles nur Kinderkram. Plötzlich wird es eine ISO-Norm und dann wird es eine DIN-Norm und dann wird es langsam verpflichtend. Richtig. Und dann müssen es alle machen. Und da freuen wir uns drauf. Gut. Ja. Jetzt machen wir mal einen ganz brutalen Sprung von der Hochleistung mit HCR10 zu der Hochleistung im Sport. Und damit kündige ich jetzt den nächsten Film an, der laut meinem Manuskript unter LIS verbucht ist, was irgend so etwas bedeutet wie Leistung oder Hochleistung im Sport. Leadership. Was ist eigentlich Führung? Führung fängt schon in unserer Kindheit an. Das ganze Leben ist davon geprägt. Unsere Eltern führen uns in den ersten Momenten durchs Leben und danach folgen Erzieher, Lehrer, Trainer und auch Freunde, die uns eine Richtung vorgeben und auch vorleben. Dies kann mit oder ohne Intention geschehen. Wir möchten in unserer Beitragsreihe auf die intentionelle und professionelle Führung im Sport eingehen. Entscheidend für den Erfolg sind verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, der Einsatz von Führungstechniken und soziale Beziehungsfähigkeit. Im Sport gibt es drei verschiedene Rollentypen: der Coach, der Captain
und das Team. Diese stehen in verschiedenen Beziehungen zueinander, die sich in der Art und Intensität unterscheiden. Frei nach dem Motto raus aus dem Unternehmen und rein in den Sport haben wir uns an der Führungsstilmatrix von Blake und Newton orientiert und die dann auf den Sport übertragen. Das Ergebnis sind verschiedene Führungsstiltypen, in der wir unsere Trainer einordnen möchten. Die verschiedenen Führungsstiltypen, insgesamt 5 Stück, unterscheiden sich jeweils durch ihre unterschiedlichen Anteile von Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung. Aufgabenorientierung heißt hierbei, der Trainer konzentriert sich nur auf das Erreichen von Zielen und Erfolgen und nicht auf das Zwischenmenschliche. Spricht man von Beziehungsorientierung, so ist gemeint, dass die Ausrichtung auf Verständnis und Unterstützung sowie das Bemühen des Trainers um die Zuneigung seiner Spieler im Vordergrund steht. Diese beiden Dimensionen bilden also dann die Achsen der Matrix. Dabei entstehen folgende 5 Trainer-Führungsstile. Als erstes der Trillmeister. Der Trillmeister beschränkt den Einfluss persönlicher Faktoren auf ein Minimum. Er praktiziert ein hohes Maß an Aufgabenorientierung. Die Beziehungsorientierung spielt bei seiner Art der Mannschaftsführung keine Rolle. Dies dient für ihn als Grundlage für den Mannschaftserfolg. Der Förderer. Pampern ist hier die Devise. Der Förderer zeichnet sich durch hohe Beziehungsorientierung und geringe Aufgabenorientierung aus. Er nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse der Spieler und bewirkt ein gemächliches und freundschaftliches Mannschaftsklima. Der Teammanager hat eine hohe Leistungserwartung an die engagierte Mannschaft und erwartet gemeinschaftlichen Einsatz für das Mannschaftsziel, verbunden mit Vertrauen und gegenseitiger Achtung. Sowohl Beziehungsorientierung als auch Aufgabenorientierung sind hier sehr hoch ausgeprägt. Als nächstes haben wir noch die Waage. Führt ein Trainer im Führungsstil der Waage, so ermöglicht er der Mannschaft eine angemessene Leistung, indem er ein Gleichgewicht herstellt zwischen der Notwendigkeit, die Leistung zu erbringen, und der Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Moral in der Mannschaft. Beziehungsorientierung und Aufgabenorientierung sind gleich stark und jeweils auf einem mittleren Niveau ausgeprägt. Der Minimalist. Der Name ist Programm. Der Minimalist unternimmt nur minimale Anstrengungen zur Erledigung der geforderten Aufgaben. Mehr als ein schlichtes Überleben, sei es in der Liga, als Trainer im Verein, ist nicht angestrebt. Weder Aufgaben noch Beziehungsorientierung sind hier hoch ausgeprägt. Anhand dieser Theorie haben wir Fragebögen für Mannschaft, Trainer und Kapitän entwickelt. Wir freuen uns auf die neuen Einblicke, die uns erwarten, und sind gespannt, was wir herausfinden werden. Ja, das war jetzt der erste Teil von Leadership in Sport. Und dazu haben wir die Experten, die mitgemacht haben. Einen haben Sie ja gerade im Film schon gesehen. Was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig an dieser Geschichte, die Sie da jetzt gemacht haben? Ja, es war uns vor allem wichtig, verschiedene Sportarten abzudecken, weil wir gucken wollten, wie sieht es denn in verschiedenen Sportarten aus? Wie gehen Trainer in verschiedenen Sportarten mit ihren Athleten um? Und da war es echt wahnsinnig spannend bisher. Haben wir ja schon ein paar Sportarten abgegrast. Haben jetzt hier gerade Judo gesehen. Genau, was hatten Sie alles für Sportarten? Sie hatten Judo, Sie hatten Schwimmen. Genau, wir hatten noch Fußball. Fußball Männer, Fußball Frauen. Genau. Und Basketball. Genau, und Basketball hatten sie auch noch, ja. Genau. Und da wird noch einiges kommen, aber wir hatten ja jetzt gerade den Judo-Beitrag. Ja. Den fanden wir besonders interessant, weil wir hier. Der Judo kommt ja gleich jetzt. Genau. Ja. Entschuldigung, den habe ich jetzt gerade vorweggelesen. Das ist kein Thema. Die Spannung bleibt aufrechterhalten, ob das jetzt gezeigt wird oder nicht. Ja. Wie Sie das gemacht haben, wie haben die Sportler auf diese Idee dieses Films reagiert? Ziemlich gut. Also waren sehr überrascht, wie kooperativ vorhin die ganzen Mannschaften waren. Es war sehr schön zu sehen, dass die meisten Athleten, Trainer und Captains diese Möglichkeit sehr schön wahrgenommen haben, auch mal zu reflektieren, was sie dort überhaupt auf dem Sportplatz machen, weil wir natürlich jetzt weniger bei Profivereinen waren, wo die Athleten wirklich auch ihr Geld damit verdienen, außer jetzt bei den Frauen vom FC, die auch in der ersten Bundesliga spielen, von daher in der zweiten Bundesliga, spielen. Aber sonst war das toll, weil alle haben sich dann nochmal hingesetzt, haben sich überlegt, was machen wir denn? Und ich glaube, die haben das auch selbst für sich genutzt, so ein bisschen. Mal von jemandem, von einem Außenstehenden, von einem Betrachter zu hören, was sie denn da so alles machen. Wenn Sie sagen, die haben die Chance wahrgenommen zum Reflektieren, bedeutet das, dass Sie selber das vorher nicht so richtig reflektiert haben? Ich denke, dass es viele Leute so hingenommen oder viele Sportler hingenommen haben, also regelmäßig zum Sport gegangen sind und dort auch eine ganze gewisse Rolle eingenommen haben, aber wahrscheinlich so aktiv reflektiert noch nicht. Es war aber schön zu sehen. Vor allem, was mich sehr gefreut hat, war, dass bisher bei allen Filmen doch eine sehr hohe Übereinstimmung der Ziele der Athleten, der Captains und der Coaches rausgefunden wurde, was ja toll zeigt, dass nicht immer nur Leistungssport sein muss, sondern
dass die Ziele individuell gesteckt werden. Und trotzdem synchron sehen und zusammenpassen. Genau. Ja, ja. Was würden Sie den Sportlern als größte Botschaft aus Ihren Filmen mitgeben? Also wenn Sie jetzt Sportlehrerin werden, nach dem Motto, Sie werden jetzt Dozentin, wir machen statt Orga-TV jetzt eine Sportlerakademie. Dass man eigentlich seinen Führungsstil einfach überdenken soll. Also man führt ja nicht bewusst. Also das wird hier nochmal deutlich, also dass wir das aufzeigen, welchen Stil, also in welchem Stil sie führen. Mhm. Und vielleicht sieht man das gar nicht selbst, so wie man führt. Mhm. Und vielleicht will man sich da in der Hinsicht vielleicht verbessern oder auch anders da führen. Das heißt, Sie glauben durchaus, dass Sie das, also nicht, dass es jetzt Ihr Job werden wird, ja, aber dass man denen das zurückspielen kann und sagen, Leute, dass Sie den nochmal einladen, nach dem Motto, wir sprechen nochmal drüber? Auf jeden Fall. Bisher haben wir ja nur frohe Botschaften zu verkünden. Es war ja immer toll zu sehen, dass das bisher eigentlich alles sehr gut aufgegangen ist. Aber es wird bestimmt auch negative Beispiele draußen geben, wo vielleicht der Trainer die Ambitionen hat, die Mannschaft jetzt bis hoch in den Profibereich zu bringen oder Meister zu werden. Aber er hat dann nur Spieler in der Mannschaft, die sagen, ach, ich mache das hier zur Freizeit, um weiß nicht, einen Job oder Studium ein bisschen zu vergessen oder so. Die hatten wir bisher noch nicht, aber ich bin mir sicher, die gibt es auch da draußen. Und gerade diese Trainer oder diese Teams sollten natürlich ihr Konzept nochmal überdenken. Mhm. Bin ich hier in der richtigen Mannschaft oder bin ich der richtige Trainer für diese Mannschaft? Genau, aber das ist ja der Punkt. Und das ist ja nicht absolut richtig oder falsch. Genau. Das hängt ja auch von der Situation ab, auch von den Zielen, die alle in diesem Kontext miteinander versuchen umzusetzen. Genau. Können Sie kurz sagen, welche Sportarten noch kommen werden? Also wir sind... oder was Sie planen, was es werden könnte... Werden könnte. Wir hoffen, dass wir noch American Football mit reinbringen können. Das ist eine sehr interessante Sportart, gerade auch. Ja, das wäre natürlich lustig. Wir wissen ja, dass Sie auch Fan sind. Vor allem auch von der Größe des Teams. Das ist ja noch was ganz anderes als bei Fußball oder Basketball. Handball haben Sie noch? Frauen oder Männer? Frauenmannschaft. Ja. Das heißt, Sie haben auch die ganz brutalen Sportarten dann. Also ich meine nicht Football. Football ist ja harmlos gegenüber Frauenhandball. Da ist Football noch die harmlosere Sportart. Ja. Genau, da müssen wir nur gucken, ob wir das um die Uhrzeit schon senden dürfen, wenn wir dann den Beitrag zeigen. Ich glaube auch. Also gerade Frauenhandball, ich glaube, das ist eine der gefährlichsten Sportarten. Wen haben Sie da im Frauenhandball? Oder ahnen Sie, den Sie kriegen könnten? Nach meinem Satz jetzt über gefährlichen Sportarten ist das jetzt vergeigt. Jetzt kriegen wir die nicht mehr. Das ist ein Verein in Zweibrücken. Also ich glaube, da waren wir... schon, also da waren zwei Kollegen von... Das heißt, Sie haben es vielleicht schon gefilmt, ja, also genau. Habe ich jetzt nichts kaputt gemacht mit meinem Statement. Okay, super, gefällt mir. Judo haben wir jetzt noch. Gibt es drei Sätze zu Judo zu sagen zu dem Film? Worauf müssen wir jetzt achten, was kommt? Eine von beiden? Judo war besonders spannend, weil es ja eine Einzelsportart war. Kein Teamsport. Und weil wir bei Judo zwei Trainer hatten hier in der Mannschaft. Der eine Trainer... der die leistungsbezogenen Sportler trainiert hat, gerade auch auf die Wettkämpfe hin und auf die Gürtelprüfung. Und der andere Trainer, der gerade mit sehr vielen Novizen trainiert hat und die jüngeren Sportler an den Sport heranführt. Mhm. Und da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Okay, da sieht man, glaube ich, so einen kleinen Unterschied in der Führungsart. Einfach mal aufpassen jetzt im Beitrag. Mhm. Freue ich mich so. Okay, recht herzlichen Dank. Und nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist der edukative Teil von OrgaTV. Das ist der wichtige Teil. Ja? Wir berichten nicht nur, wir forschen auch. Wir sind ein Universitätsfernsehsender. Okay? Wir machen nichts anderes. Habe ich was gesagt? Alles gut? Film ab! Wir haben die Judocast des ATVD in Duttweiler besucht. Vor Ort haben wir auch hier mit dem Trainer und der Mannschaftskapitänin über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen ausgeteilt. Neben dem Mannschaftstrainer konnten wir zudem den Abteilungsleiter der Judo-Abteilung für ein Interview gewinnen. Wir haben nach den langfristigen Mannschaftszielen gefragt. Also als langfristiges Team sehe ich so an, wir hätten gerne mal eine Platzierung mit der U18-Mannschaft bei den südwestdeutschen Einzelmeisterschaften. Das wäre so ein Ziel, das wir uns ein bisschen gesteckt haben. Wir waren mit der U15-Mannschaft immer nahe dran, fünfte Plätze belegt. U18 hat leider noch mal nicht geklappt, aber da arbeiten wir dran. Unser Ziel ist es eigentlich, jedes Jahr mit dieser Frauenmannschaft an der Saarlandmeisterschaft teilzunehmen.
Es ist immer schwierig, weil es sind viele Anfänger dabei, dass man die auch dann motiviert, dass die mitmachen, weil wir brauchen 7 Kämpfer und mit nur 6 Kämpfern können wir nicht starten und das ist eigentlich das Ziel. Es ist nicht unbedingt das Ziel, eine Platzierung zu machen, einfach nur mit der Mannschaft für den Verein zu starten, in der Mannschaft Teamgeist, Spaß zu haben. Die einzelnen Kämpfer nennen uns bis auf 2 Ausnahmen kein langfristiges Mannschaftsziel, worin sich ein deutlicher Unterschied zum Mannschaftssport Fußball zeigt. Auch die persönlichen sportlichen Ziele haben uns interessiert. Persönliches Ziel ist, wie gesagt, meine anvertrauten Judokas zu guten, zufriedenen Judokas zu machen und, wenn es geht, zu erfolgreichen. Aber auch so die Werte des Judos zu vermitteln, was so, also auch kameradschaftlich, dass wir nicht diskriminierend sind, dass wir also wirklich miteinander gemeinsam Spaß haben und eigentlich gute Menschen aus unseren anvertrauten Jugendlichen zu machen. Ja. Also ich bin dieses Jahr deutsche Bronzemedaillengewinnerin geworden und mein Ziel ist jetzt eigentlich für nächstes Jahr nochmal eine Medaille zu gewinnen. Dann kämpfe ich in der ersten Bundesliga für Speyer und wir sind jetzt Bundesliga-Meister geworden in Deutschland und da will ich auf jeden Fall dranbleiben, in der Mannschaft weiterkämpfen die nächsten paar Jahre. Als persönliche Ziele nennen die Judokas die persönliche Fitness zu erhalten, ihr Können im Judo zu steigern sowie persönliche Erfahrungen an jüngere Judoka weiterzugeben. Trainer Klaus Mang hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die 3 größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Verpflichtungen, dass ich so, dass ich Vertrauen aufbauen kann, dass ich, wenn es gut läuft, vielleicht schon eine kleine Vorbildfunktion habe. Aber klar, hauptsächlich ist wirklich eine freundschaftliche Beziehung und dass ich mich auch anerkenne mit dem, was ich mache. Also das ist so, ja, so die hauptsächlichen Ziele und Verpflichtungen. Ja. Zudem wollten wir wissen, was die Mannschaftskapitänin von den anderen Judokas unterscheidet. Also ich würde sagen, die verlassen sich immer auf mich, weil ich die Erfahrung und Routine von der ersten Liga mitbringe, dass ich mich um das Organisatorische kümmere, damit die anderen Kämpfer den Kopf frei haben für ihre Kämpfe. Ich kümmere mich dann um die Pässe, um die Waage, motiviere die noch mal ein bisschen, ziehe die alle ran. Ja, das denke ich meine Aufgabe. Die Mitglieder der Mannschaft teilen diese Sichtweise und berichten, dass Mannschaftskapitänin Jessica Lindner sich durch ihre Erfahrung sowie das Organisieren der Wettkämpfe von dem Rest der Mannschaft abhebt. Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch die Kapitänin darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Was die wichtigsten Erfolgsfaktoren betrifft, sind sich Klaus Mang und Captain Jessica Lindner einig. Sowohl für den Trainer als auch für die Mannschaftskapitänin steht die individuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Kämpfer an höchster Stelle. Es folgen die persönliche Fitness auf dem 2. Rang, weiterhin die Motivation und die Disziplin der Kämpfer. Als weniger wichtig eingestuft werden die Faktoren Taktik, Teamgeist, das Pampern einzelner Teammitglieder, die Autorität des Trainers sowie das Vertrauen in den Trainer. Besonders vorzuheben ist, dass Erfolgsfaktoren, die einzelne Spieler betreffen, wie zum Beispiel die individuelle Leistungsfähigkeit, die persönliche Fitness, die Disziplin, aber auch das Pampern einzelner Teammitglieder hier weit wichtiger eingestuft werden, als wir es beim Fußball, bei dem die Mannschaft gemeinsam auf dem Platz steht, feststellen konnten. Insgesamt herrscht eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen den Ansichten von Trainer und Mannschaftskapitänen. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen des Captains und der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Trainer Klaus Mang beschreibt seinen Führungsstil generell als in gleichem Maße hoch aufgaben- und hoch beziehungsorientiert. In der Phase der Vorbereitung legt er dabei besonders hohen Wert auf die Beziehungsorientierung. Diese Einschätzung wird durch die Mannschaft bestätigt, welche den Führungsstil von Klaus Mang als in gleichem Maße hoch aufgaben- und beziehungsorientiert einordnet. Trainer Klaus Mang führt demnach sein Team im Führungsstil des Teammanagers. Dass unterschiedliche Trainer unterschiedliche Führungsstile anwenden, wird deutlich, als der Vorsitzende Herbert Wagner uns seinen Führungsstil als Trainer darlegt. Wenn ich Fortgeschrittenen trainiere, bin ich schon sehr meisterschaftsorientiert. Also da geht es richtig zur Sache, wie es halt im Judo ist. Aber geht es mehr aus, wenn man das wird jetzt den Rahmen sprengen. Zu dem Letzten, ich baue keine Beziehungen auf zu meinen Kämpfern. Das geht nicht. Ich bin dann ziemlich autoritär. Das ist so im Judo.
Auch Mannschaftskapitänin Jessica Lindner beschreibt den Führungsstil von Abteilungsleiter Herbert Wagner als eine Kombination aus eher niedrig ausgeprägter Beziehungsorientierung und eher hoch ausgeprägter Aufgabenorientierung. Dies entspricht dem Führungsstiltyp Drillmeister. Ja, Judo ist eigentlich eine Philosophie. Gewinnen durch Nachgeben heißt das. Und ich muss also mein persönliches Aufgeben, um zum Sieg zu kommen. Das ist im Großen und Ganzen die Philosophie von Judo. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn einer drückt, drückt man doch dagegen. Ich mache so, wenn einer drückt, ziehe ich. Wenn er zieht, dann drücke ich. Das ist Gewinnen durch Nachgeben. Ja, gut gemacht. Also wirklich Kompliment an das Team. Also diese Filme sind gut, die werden auch in die Vorlesung gesetzt. Das heißt, Ihre armen Kommilitonen werden sich auf jeden Fall mit diesem Film beschäftigen müssen, werden das lernen. Vielleicht wird es auch Pflichtliteratur, also dann wird das auch klausurrelevant. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das Ganze noch zu steigern. Ja, wie gesagt, gut gemacht und auch Stichwort gut gemacht. Unsere Geschäftsführerin vom Europa-Institut. Guten Abend. Guten Abend, Frau Müller-Boller. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was gibt es bei Ihnen Neues? Ja, ich habe heute was mitgebracht und zwar unser neues Plakat. Okay, dann bewundern wir doch jetzt mal ein Plakat. Was ist daran zu bewundern? Ja, im Endeffekt im Zentrum ein Schlüsselloch, Schlüssel zur Welt. Mit unserem MBA-Programm haben Sie natürlich die Möglichkeit, in die Welt Einblicke zu bekommen, haben aber auch Kontakt mit der Welt, weil unsere Studenten aus der ganzen Welt sind. Und die Möglichkeiten sind vielfältig, bei uns einzusteigen. Wir werden nochmal darauf zurückkommen. Schwerpunkt Europa ist natürlich auch. Deswegen das Fähnchen. Ich hoffe, jeder hat mitgekriegt, das Fähnchen hat sich geändert. Wobei ein Punkt wichtig ist, den habe ich mir noch notiert, den muss ich mal kurz, Sie kennen ihn, aber unsere Zuschauer, Zuschauerinnen kennen ihn nicht ganz. Es gibt ja regelmäßig Treffen von besonders wichtigen Leuten in Europa, die immer erklären, wie alle Programme eigentlich auszusehen haben. Das ist ja die Schwierigkeit für uns, dass wir dementsprechend auch agieren. Das bedeutet, es gibt jetzt offenbar neue Regelungen aus einem Treffen, das irgendwann in Lissabon stattgefunden hat. Das nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Und in dem Meeting ist etwas Wichtiges diskutiert worden, nämlich dass mehr Flexibilität existiert. Was heißt das für uns? Ja, für uns heißt das konkret, also dass die Zahl der Kurse und der Anwesenheitstage im Endeffekt reduziert werden kann. Wir bieten im Endeffekt auch kürzere Kurse an. Die werden in der Regel von Mittwoch bis Samstag stattfinden. Das ist der eine Punkt. Wir wollen natürlich auch, dass die Dozenten sowohl deutschsprachig als auch Muttersprachler sind, weil das Programm auf Englisch angeboten wird. Es ist uns auch wichtig, dass immer diese Tandem in den Kursen. Das heißt, wir haben nicht mehr 5 Tage ein Dozent, sondern 2 Tage den einen und 2 Tage den anderen. Richtig. Und das ermöglicht auch natürlich für die Leute, die auch berufstätig sind, weniger Abwesenheit von der Firma, was aber natürlich auch trotzdem denen die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden und weiterhin zu arbeiten. Und wir werden natürlich die Startwoche beibehalten im Kursprogramm und auch eine International Week, weil das ist auch natürlich eine wesentliche Erfahrung im internationalen Programm. Das ist auf jeden Fall was neu dazukommt und im Endeffekt die Zielgruppen sind dann auch offener. Wir haben für Akademiker Möglichkeiten einzusteigen, wir haben für die, also Wissenschaftler, Akademiker, für die International Studentenkunden und natürlich auch dann für unsere Praktiker, wie bereits erwähnt, aus der Region oder aus der Großregion zum Beispiel, die Möglichkeit auch da einzusteigen. Das heißt, unser Programm wird nicht einfacher, das ist ein wichtiger Punkt. Es wird nicht einfacher. Was wir nur versuchen, ist, wo wir anrechnen können. Also jemand, der im Prinzip im Unternehmen schon wochenlang nur Buchführung gemacht hat, braucht jetzt keinen Buchführungskurs mehr. Das heißt, hier gibt es jetzt mehr Möglichkeiten anzurechnen. Und durch eine etwas effizientere Verlagerung der Tage haben wir die Möglichkeit gefunden, die Berufstätigen in eine Situation zu versetzen, dass sie nicht so oft abwesend sein müssen von ihrem Job. Ist richtig. Das ist, glaube ich, jetzt die Kurzfassung von dem. Gibt es sonst noch was Wichtiges zu sagen?
Nein, von meiner Seite und im Namen vom ganzen Team vom MBA School, Europa Institut for Advanced Behavioral Management, wünsche ich allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merry Christmas and Happy New Year, Joyeux Noël et bonne année. Vielen Dank. Super. So, diese Idee, gutes neues Jahr. Es gibt eine Gruppe, die das ganz besonders braucht. Das sind die vielen Flüchtlinge, die wir jetzt in Deutschland haben, die wir ja im Sinne der Willkommenskultur auch alle willkommen heißen. Und einige dieser Flüchtlinge sind auch in Lebach und auch dafür haben wir einen Film. Wie versprochen waren wir vergangene Woche für euch in Lebach in der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge unterwegs. Dort haben wir uns vor Ort ein Bild für euch gemacht und hatten Gelegenheit, mit einigen der Zuständigen zu sprechen. Die Anlage scheint bisweilen etwas trostlos. Das macht aber nichts, denn hier gibt es Wichtigeres zu erledigen, als Wände zu streichen und Vorgärten anzulegen. Und zwar den täglich anströmenden Flüchtlingen ein Dach überm Kopf, Kleidung und Nahrung zu geben. Wir wollten von Dr. Christoph Hoffmann, dem Direktor des Landesverwaltungsamtes, wissen, wie sich die Situation in Lebach in den vergangenen Wochen verändert hat. Die Situation hat sich in den letzten Monaten ganz gewaltig hier verändert. Wir hatten im ersten Quartal noch relativ stabile Zugangszahlen gehabt, haben aber dann so ab Mai, Juni, Juli eine deutliche Explosion gehabt bei der Anzahl der Menschen, die hier zu uns nach Lebach gekommen ist. Nach dem Verteilungsschlüssel der Länder müsste Lebach 1,22% der Flüchtlinge, die Deutschland erreichen, aufnehmen. Das entspräche einer Anzahl von 9.000 Flüchtlingen. Insgesamt kamen in Lebach bis einschließlich Ende Oktober in diesem Jahr jedoch bereits ca. 17.500 Flüchtlinge an, was einem Anteil von 2,4% entspricht. Dabei sind ca. 30% der ankommenden Flüchtlinge unter 18 Jahren alt. Weitere 38% sind im Alter zwischen 18 und 30. Auch wie die Lage in den kommenden Wintermonaten aussehen wird, hat uns interessiert. Wir haben zunächst mit eigenen Mitteln geschaut, die Situation zu bewältigen, genügend Schlafplätze und so weiter zu schaffen, haben dann aber irgendwann das Deutsche Rote Kreuz zur Hilfe gehabt, die uns zunächst mit normalen Zelten ausgeholfen haben und aufgrund der Entscheidung unseres Ministers, die sehr weitsichtig war, haben wir dann schon im Sommer begonnen, winterfeste Hallen aufzubauen, die uns heute sehr, sehr nützen und entgegenkommen, denn sie sind beheizt, sie haben feste Böden und sie ermöglichen es auch einer großen Anzahl an Menschen, eine ja, geeignete und adäquate Unterkunft zu bieten für die Wochen, die sie hier bei uns in der Landesaufnahmestelle in Lebach verbringen. Wir hatten das Glück, in eine der Hallen hineinschauen zu dürfen. Wir stoßen dabei auf sehr freundliche junge Männer, die das Beste aus ihrer temporären Schlafstätte zu machen scheinen. Sie wirken gelöst und sind zum Scherzen aufgelegt. Dass Not erfinderisch macht, das sieht man, wenn man den Kopf zur Hallendecke hebt. Dort haben die Flüchtlinge ihre Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Wir sind dankbar für den intimen Einblick in ihre Unterkunft. Auf den Straßen um die Zelte und Wohnblocks prägen spielende Kinder und Jugendliche das Bild. Es ist schön, in strahlende Kinderaugen zu schauen, wenn man weiß, dass diese Augen wahrscheinlich schon viel Schlimmes gesehen haben. Mesmak! 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 Mohammed! 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 Eduarai! Mohammed! Mesmak! Mesmak! Ja, super. Also der Film ist wirklich gut. Ist ja nicht der einzige. Sie haben ja noch mehr gemacht. Genau. Nachdem wir in Lebach waren, haben wir noch die einzelnen Kommunen besucht. In Lebach ist ja erstmal diese Erstaufnahme der Flüchtlinge. Sobald dann... Kommen da alle jetzt nach Lebach? Das ist das Erste. Alle erstmal nach Lebach, ja. Genau. Und dann werden die weiter... Genau. Also die meisten kommen eigentlich, wenn sie nach Deutschland kommen, erstmal in Bayern an. Da Bayern sich natürlich nicht um alle auf einmal kümmern kann, wird das dann umverteilt, wie auch immer, wird dann umverteilt. Und es kommen dann auch
ja, recht viele in Lebach an. Wir haben im Film auch gesehen, dass Lebach ungefähr das Doppelte an Flüchtlingen aufgenommen hat, schon dieses Jahr, als eigentlich der Verteilungsschlüssel überhaupt vorgibt. In Lebach geht das Ganze auch relativ fix. Also manche müssen dann wirklich nur so 2 bis 3 Wochen warten, bis die dann in die Kommunen umgesiedelt werden. Dort findet dann die Integration statt. In Lebach ist erstmal auf Registrierung, wo kommen die Leute her. Wie viele Kommunen machen da mit? Ja gut, eigentlich im Saarland alle. Okay, das heißt also dann... Also genau, die Flüchtlinge werden, ich sag mal, dorthin, wo Platz ist, wo Wohnungen frei sind, hingeschickt. In den Kommunen selbst läuft ziemlich viel oder fast alles über ehrenamtliche Helfer eigentlich. Und das funktioniert gut? Das funktioniert. Kriegt man da Feedback? Ja, also wir waren zum Beispiel in St. Ingbert, da läuft es richtig gut. Da greifen total viele mit an. Die Stadt hat mittlerweile aber auch mal jetzt ein... Koordinator, sage ich mal, eingesetzt, der jetzt überhaupt mal diesen ganzen ehrenamtlichen Helfer koordiniert. Ich meine, da gibt es dann die Caritas, es gibt welche, die das einfach so machen, es gibt die verschiedenen Gemeinden, Malteser, ja, und das läuft jetzt aber auch langsam über eine Koordination in der Stadt, damit die einen wissen, was die anderen machen. Vielleicht eine Frage direkt dazu. Man hört ja jetzt, dass gerade die Ehrenamtlichen an einer Stelle sind, wo sie sich ein bisschen zurückziehen. Merkt man das? Also man hat es nicht im Saarland gehört, das war nicht der Punkt, aber das wird ja manchmal diskutiert, dass man gesagt wird, denen die wird erste so, Welle der Begeisterung. Die erste Welle der Begeisterung ist ein bisschen weg. Hat man das da auch, merkt man das? Also ich kann hauptsächlich für St. Ingbert sprechen, weil ich da viele auch kenne und auch ein bisschen unterwegs bin. Ja, also ich sag mal so, die sagen schon, irgendwann ist man einen Punkt erreicht oder man stößt auch an die eigenen Grenzen. Aber es ist auch nicht immer alles nur, wie soll ich sagen, eitel Sonnenschein. Also klar, es gibt immer mal Situationen, wo man sagt, wo man in Konfliktsituationen stößt, klar. Aber die sind eigentlich alle guter Dinge und weiter mit dabei. Also, hat man eigentlich so Überlegungen, wie das in 2, 3 Jahren aussieht? Überlegt man das? Oder? Ja, also durchaus, was man natürlich... Was ist so Ihre persönliche Vision? Wie sieht das in 2 Jahren aus? Ich denke, es werden vor allem viele Familien jetzt noch nachkommen. Also in St. Ingbert kommen jetzt jede Woche immer Familien an durch den Familiennachzug. Momentan sind sehr viele Männer da, viele junge Männer. Es sind überhaupt super viele junge Leute, viele Kinder. Die müssen jetzt in die Kindergärten gesteckt werden, in die Schulen. Kommen da, wie viele kommen alleine an? An Kindern? Ja. In Lebach waren es, also das war doch dieser Satz der nicht begleiteten irgendwas. Genau, ja, ja. Das war, wie viele waren das in Lebach? Schon einige, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ein paar hundert. Ja gut, da wird über das Jugendamt sich gekümmert. Werden da Pflegeeltern gesucht? Oder? Ich habe jetzt selbst noch keinen Fall kennengelernt von unbegleiteten Kindern, aber da wird dann mit Jugendamt gearbeitet und auch, ich schätze schon, über Pflegefamilien. Ja. Wie funktioniert das praktisch? Also das ist ein Detail, das ist jetzt kein Grund. Es kann doch nicht so ein 10-jähriges Kind plötzlich in Syrien beschließen, ich wandere jetzt nach Deutschland. Ja, scheinbar ist das manchmal schon so. Ja, da wird getrieben. Ja. Also ich kenne zum Beispiel, es gibt Kinder, zum Beispiel in Seckenberg gibt es einen kleinen Jungen, der ist mit Tante und Onkel da und die Eltern stecken zum Beispiel noch in Syrien fest. Achso, sie kommen noch nicht weiter. Ja, Also ich finde das ganz wichtig. Also wir werden das auch von der Uni her weiter begleiten. Ja. Also jetzt nicht nur, was hier gegenwärtig stattfindet, dass die hier studieren können. Wir haben auch schon probiert, ob das mit dem MBA-Programm kombinierbar ist. Da sind wir noch nicht ganz weiter. Das ist ein bisschen komplex. Ja, unter stärker in Forschungsrichtung mit integrieren. In Forschung. Das ist eine Sache. Wir haben gerade im Europaschwerpunkt, es gibt ja Zeus, das ist so die Dachgruppe für die ganzen Europaforschungen. Da hatten wir eine Veranstaltung, wo ich dann auch vorschlagen habe, dass wir wirklich über Europa-Flucht diskutieren. Ja, ja. Und da heißt der Schwerpunkt dann wirklich jetzt Fluchtraum Europa. Also die Idee, Europa ist ein Fluchtraum. Was bedeutet, das ist ein Raum, ein definierter Raum, bis hin zu der Idee, wie ist die Perzeption des Raumes? Ja, nehmen die überhaupt Europa als Europa wahr? Oder ist das nur, was es ja auch sein könnte, ich hoffe, es ist nicht so, es gibt ein gutes Europa, das ist Deutschland, und ein nicht ganz so gutes Europa, das ist Österreich, und ein gar nicht so gutes Europa, die Länder nenne ich jetzt nicht. Das wäre die nächste Variante, dass es so wahrgenommen wird. Aber das versuchen wir auch von der Forschung ein bisschen zu begleiten. Ja. Da starten wir im Januar dann damit. Ja, ich denke, das ist sicher ganz interessant. Ich kenne eine syrische Frau, die hat zum Beispiel ihre ganzen Geschwister auf Europa verteilt. Das ist einer in Dänemark, einer in Schweden, einer ist irgendwie in England gelandet drüben. Hat sie verteilt oder wurde verteilt? Ja, sie sind relativ unkoordiniert von Syrien aus geflüchtet. Die sind schon dann gezielt auch in die Länder. Also sie ist gezielt nach Deutschland.
Und andere wollten jetzt lieber sind nach, in andere Länder. In die Sonne, nach Spanien. Nee, in Spanien sind keine gelandet. Eher in Richtung Dänemark, Schweden sind welche unterwegs. In den Norden, das ist kühler dann. Nicht in die Sonne. Ja. Ja. Okay, super. Wir bleiben dran. Ja. Recht herzlichen Dank für die Arbeit und wirklich gut und Kompliment ans Team. Das wird eine Geschichte und da machen wir auch weiter damit. Also ich weiß noch nicht, wie wir das mit OrgaTV kombinieren, aber diese ganze Geschichte, das war auch deine Aufgabe in der Forschungsdiskussion, kam dann auch OrgaTV nach dem Motto, ja. Und wir haben ja auch schon Filme, wir haben ja auch schon Dokumentationen. Ja. Naja, wir haben nächstes Jahr ein neues Team, die können weitermachen mit dem Thema. Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden, wie wir da weitermachen. Das denke ich. Okay, super. Recht herzlichen Dank. Damit haben wir diesen Punkt durch. Und wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt, ja, 13. Ausblick. Steffi und ich live im Studio. Ausblick. Ich habe schon mehrere Dinge protokolliert. Erzählen Sie. Erster Punkt. Beim nächsten Mal kein schwarzes Hemd anziehen. Roter Pullover. Nächstes Mal ziehe ich einen roten Pullover an. Also das habe ich schon das mal Rot notiert. Kommt gut. Das Rot kommt gut. So, das Rot kommt sowas von gut mit Rentier. Mit Rentier, bitte. Ja, mit Glitzerrentier. Das ist die eine Geschichte. Ist aufgenommen, damit wird es wirklich. Verpflichtend. Ja? Roter Pulli mit Glitzerrentier. Roter Pulli mit Glitzerrentier. Werden wir mal. Roter Pulli. Gott. Wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung, mit der einige leben können. Das Zweite, was ich notiert habe, ist, wir werden nächstes Jahr wieder BPA machen. Frau Dr. Becker, erzählen Sie was für alle. BPA ist ein Preis für mittelständische Unternehmen, die sich mit guter Personalarbeit beschäftigen und entsprechenden Fragebogen ausfüllen, bewertet werden von uns nach einem ausgetüftelten wissenschaftlichen Schema. Und es gibt im November eine große Preisverleihung, wo dann noch alle Preisträger ihr Würfelchen bekommen. Also eigentlich eine ganz tolle Veranstaltung. Mhm. Gut, damit habe ich das auch gemacht. Wir überziehen heute ein bisschen, habe ich den Eindruck. Ja, wir hatten eben draußen schon gesagt, wir bräuchten so eine Bauchbinde. Die nächsten Sendungen verschieben sich um 30 Minuten. Um 30? Ich habe auf die Uhr geguckt. So, dann mache ich das mal ganz kurz. Wir werden nächstes Jahr auch uns mit Schizewirtschaft wieder beschäftigen. Ja. Im Sinne von Buch-Promotion. Sieht man das? Bisschen höher? Ist egal. Ich stelle es jetzt einfach mal dahin. Irgendwer wird das schon auffassen. Sie machen das besser, ja. Da ist es. Ach, ist das nicht herrlich? Ach, wie schön. Perfekt. Das werden wir nächstes Jahr noch mal ein bisschen beschäftigen. Damit werden wir uns beschäftigen. Wir haben auch ein paar Forschungen, die da drumherum sind. Die können wir vielleicht ein bisschen dann präsentieren. Ja, und wir haben ein großes Jubiläum. Auch das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben nächstes Jahr 30 Jahre Lehrstuhl. Mhm. Kann ich das in diese Kamera dann nennen? Ja, die nehme ich jetzt auch. 30 Jahre Lehrstuhl. 30 Jahre Mitglied dieser Fakultät. Ja, lange Zeit. Das ist ein sehr ironisches Jubiläum. Weil im nächsten Sommersemester, wenn ich diese 30-jährige Zugehörigkeit feiern werde, es gleichzeitig das letzte Semester dieser Fakultät sein wird. Ja, richtig. Also so gesehen ist das ein etwas makaberes. Zumindest in der heutigen Form. Gut, und dann haben wir im letzten Jahr noch etwas gehabt, was ich als ein durchaus Highlight gesehen habe. Und was uns nächstes Jahr begleiten wird. Ich war bei Dreisat einmal eingeladen beim Herrn Skobel. Mhm. Vielleicht können wir das kurz sehen. Ja, da sehen wir dieses wunderschöne neue Studio. Und das war eine ganz interessante Geschichte, weil da konnten wir über Digitalisierung sprechen, das war das Thema. Mhm. Es ging also darum, wie sich die Unternehmenslandschaft verändert. Es ging also insbesondere auch darum, wie durch die Digitalisierung Arbeitsplätze wegfallen, wie Arbeitsplätze sich verändern, was das Ganze auch für Unternehmen bedeutet. Ja, spannend. Und das ist etwas, was wir vor 20 Jahren schon gemacht haben im Zusammenhang mit virtueller Organisation. Da kann ich eigentlich noch die alten Folien teilweise wieder herholen. Und jetzt wird es wirklich interessant. Mhm. Weil wenn das, was die digitale Welt uns hier verkündet, wirklich wahr wird, kriegen wir Unternehmen, die kaum noch Mitarbeiter haben. Keine festen mehr, alles virtuell. Deswegen gibt es ja dann unser Buch hoffentlich bald über die Cloudworker. Ja. Wie weit sind wir? Wir haben noch einiges zu tun. Wir haben noch was zu tun. Wir haben noch was zu tun. Also, da gibt es ein neues Buch, da sind wir dran. Das kann man dann bald vorstellen, aber okay. Ich glaube, nächstes Jahr eine Weihnachts- ich glaube die übernächste, ist das ein nächstes Jahr eine Weihnachtssendung? Wir haben wieder was aufgenommen. Das Manuskript? Ja, selbst da wäre ich schon zufrieden. Ja, aber das Spannende ist, da tut sich wirklich was. Und wenn das, was hier die Informatik vorschreibt, wirklich umgesetzt wird, kriegen wir eine Welt, die kaum noch was real damit zu tun hat, mit dem, wie wir eigentlich zurzeit leben. Mhm. Und wir haben das heute wunderschön gesehen. Ich habe heute Nachmittag einen Vortrag gehabt in der 24-Stunden-Vorlesung. Ja, okay. Da war ja so eine Veranstaltung über die Idee, was passiert mit der Uni. Genau. Und vor mir war Herr Scheer dran. Ja. Mhm. Und
Und Herr Scheer hat erzählt, den ich ja hochschätze mit vielen Punkten, mit einem Punkt gar nicht. Der hat ein Loblied auf Big Data gesprochen. Okay. Ich sage, super, da ändert sich die ganze Universität. Wir brauchen keine Hypothesen mehr, wir brauchen keine Theorien mehr. Wir brauchen keine Wissenschaft mehr. Big Data löst wir das Problem. Wir schicken alles und das löst alle unsere Probleme. Ja. Und wenn ich mir das vorstelle, dass das irgendwann real wird, das ist eine Horrorvision. Dann streichen wir die Professoren. Das sowieso. Die Professoren, ja, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden auch gestrichen. Das heißt, wir kommen in eine Welt, die uns letztlich nicht mehr besonders gefallen wird. Ja. Und da wird also mein persönlicher Schwerpunkt nächstes Jahr im Rahmen Digitalisierung liegen, in der Idee, wie muss sich die Unternehmenslandschaft verändern. Und wir haben es ja mit unserem HCR10 geschafft, ein bisschen was an der Welt zu drehen. Mhm. Ja, als nächstes werden Sie es jetzt mal versuchen. Und da war eben dieser Film für mich ein wichtiger Punkt. Ja. Weil wenn man da gesehen hat, wie gerade auch über die Themen wirklich tief diskutiert wurde, man gesehen hat, was alles passieren kann, sind wir da in einem Feld, wo wir wirklich auch Akzente setzen. Mhm. Ja, dann brauchen wir neue Filme von OrgaTV. Dann brauchen wir Digitalisierung. Ja, wir müssen das rauskriegen. Wir müssen versuchen, investigativ in diese Unternehmen vorzudringen und müssen wirklich gucken, was die ja auch gemacht haben. Die haben ja interessante Filme über China gemacht. Die haben über VD, also die Idee, ein Unternehmen, das es anders macht. Und mein Traum ist es eben, dass wir Unternehmen finden, die es anders machen. Die nicht diesem einen Mainstream folgen. Mhm. Ja, das ist im Prinzip meine Idee. Gut, der Rest ist das Jahr wieder voll. Damit ist es ja voll. Den Rest kann man sich in der Mediathek angucken von Dreisat. Da ist es. Außerdem ist auf dem Lehrstuhl ein Link. Damit haben wir das abgehakt. Gut, fertig mit diesem Punkt. Dann? Ich glaube, wir sind dann im Prinzip jetzt durch und können dann wieder zurückgeben an unseren Chefmoderator, der jetzt ganz freundlich ins Studio reinkommt. Ja, und wir rücken mal noch ein bisschen zusammen. Wir rücken mal rüber. Jetzt übergebe ich Ihnen. Danke, dass ich heute hier moderieren durfte. Es war mir ein besonderes Vergnügen. Ja. Jetzt sind Sie wieder dran. Ich möchte nur noch ein Mikrofon. Wir geben, gerne mal. Also, genau, mal so. Okay, ja. Ja, schön, dass Sie hier zu Gast waren bei uns, dass Sie die Weihnachtssendung mit uns organisiert haben. Auch danke an Frau Becker und das ganze andere Team. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt noch eine gesegnete Weihnachten und eine sehr, sehr schöne Zeit mit eurer Familie. Alles reinkommen. Und ja, ich würde jetzt auch die anderen gerne bitten, jetzt bitte alles mal reinkommen, vor die Kamera zu kommen, um dann allen einen guten Rutsch zu wünschen. In der Zwischenzeit esse ich noch mal was. Jetzt gucke ich mal, ob wir jetzt irgendwen bewegen können. Ja, so ein Plätzchen ist doch mal eine super Idee. Ne? So, eine Person hat sich's getraut. Frau MBB, bitte auch rein. Plakat. Sie kommt zu Ihrem Plakat. Genau. Ja. Frau Schröder, wo sind Sie? Sie ist nicht da. Gut, ist nicht da. Herkommen, Frau Schröder, kommen Sie jetzt mal zu mir. Sie haben das alles jetzt im letzten Jahr so toll gemacht. Jetzt kommen Sie doch mal zu uns hier. Nein, wir singen jetzt kein Weihnachtslied. Sie sind noch gar nicht. Doch, jetzt sind Sie auch drin in der Kamera. So. Wo ist denn die Frau Möbi? Die sieht man jetzt gar nicht. Die sieht da, die kommt auch noch da. So, jetzt habe ich ja alle da zusammen. Jetzt sind wir glücklich und zufrieden. Haben wir irgendeine Kamera? Welche haben wir? Die in der wir haben jetzt die hier. Genau. So, jetzt rücken wir mal alle zusammen. Genau, alle zusammen und. So, jetzt wünschen wir uns alle wechselseitig uns ein gutes neues Jahr und jetzt auch allen anderen draußen. Tschüss, bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.